Einführung in die Schwerpunktberechnung über Integration anhand des Beispiels eines Rechtecks. Gegeben ist ein Rechteck mit den Maßen 3 zu 6. Unser erstes Problem besteht darin, dieses Rechteck in ein Koordinatensystem zu bekommen. Dazu zeichnen wir uns einfach ein Koordinatensystem, zeichnen das Rechteck ein und geben die x- und y-Koordinate an. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Funktion stellt dieses Rechteck dar? Oder ein Teil des Rechtecks oder mehr als das Rechteck? Dazu wäre diese Funktion die Lösung, und zwar ist egal, was wir für x einsetzen, der y-Wert immer 3. Dann kommen wir zur allgemeinen Formel, zur Bestimmung des Schwerpunkts bzw. des Schwerpunktsabstands. Das wäre dann x mal den Integral über der Fläche geteilt durch den Integral der Fläche. Jetzt geht es darum, die Funktion in diese Gleichung einzufügen. Und zwar haben wir dann x mal den bestimmten Integral. Und zwar kommen jetzt hier die Grenzen rein. Und diese Grenzen finden sich auch in unserer Zeichnung wieder. 0 liegt hier und 6 ist dann das Ende. Dann müssen wir hier für den Bereich hier, müssen wir dann die Funktion einfügen. Natürlich dann dem Differential x dahinter, darunter kommt dann fast das gleiche, und zwar das Integral mit den Integrationsgrenzen 0 bis 6, 3 dx. So, damit das etwas besser verständlich ist, die 3 findet sich dann hier wieder und man baut das dann dort nur ein. So, jetzt ein Zwischenschritt, und zwar zieht man das x in das Integral oben rein, also hat man x mal 3 dx durch das Integral von 0 bis 6 3 dx. Das hier oben kann man jetzt noch umstellen, und zwar in gewohnter Schreibweise so. Im nächsten Schritt können wir dann schon anfangen, die Integrale auszurechnen. Für das erste Integral wäre dran 3 halbe x² von 0 bis 6 geteilt durch 3x von 0 bis 6. Das eingesetzt ergibt 3 halbe 6 zum Quadrat minus 0. Da 0 eingesetzt bei x Quadrat ja dann 0 ergibt. Unten fast dasselbe. Da können wir auch die 0 abziehen bzw. weglassen. Nun, dies ausgerechnet ergibt dann 54 Achtzehntel, vollständig gekürzt 3. Das ist auch das Ergebnis, was zu erwarten war, und zwar bei einem Rechteck liegt der Schwerpunkt in der Mitte der Seiten bzw. im Schnittpunkt der Seitenhalbierenden oder der Diagonalen, und das wäre in unserem Fall 3, sodass
wir das rausbekommen haben, was wir vorher eigentlich schon wussten. Aber das Prinzip ist immer dasselbe, wenn man unbekannte Flächen hat oder Parabeln, Wurzelfunktionen etc. und soll da in einem bestimmten Bereich den Schwerpunkt bestimmen, erfolgt das immer über diesen Ablauf.